Willkommen zurück zu Grandia mit mir und dem guten Dreambird. Hallo. Halli, hallo, hallöle, da bin ich wieder. Und keiner will mich, aber ich bin trotzdem da. Oh, wer sagt denn, dass ich keine will? Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Nee, es war auch nur ein sollte auch nur ein Scherz sein. So, wir waren im östlichen Nebelwald stehen geblieben. Nachdem, leider etwas abrupten Ende beim letzten Mal. Tut mir wirklich leid dafür, Leute, aber ja. Ja, ich habe auch in Kommentaren gelesen, das soll hier eins der verwirrendsten und größten Gebiete sein. Hat irgendjemand geschrieben, ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr wer gerade, aber ja. Ich habe vorher nochmal reingeschaut, das war natürlich der liebe Markus. Ah ja, Markus, genau. Ja, ja Markus, wie gesagt, wenn du mal Samstag Zeit hast, kannst du ruhig mal Gast sein oder so, muss ich halt nur mal vormelden, wenn du Zeit hast. Ganz genau, habe ich ja auch schon gesagt. Ne, Samstag 16 Uhr geht's bei uns los und dann, jo. Orakelstab, haben wir so eigentlich schon? Denke schon. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber kann schon sein. Habe ich, glaube ich, schon mal gelesen. Ich nehme trotzdem mal mit. Heilt Verwirrung. Ja. Ja, oh, sind da alle voll gerade, ne? Ja. Dann Gegenstand weglegen war aus dem Inventar, oder? Oder war das Inventar weglegen war das? Gegenstand weglegen heißt den Gegenstand, den du jetzt gerade hast, also würdest du den Orakelstab dann weglegen halt. Dann schauen wir mal hier kurz durch. Ich dachte, den haben wir schon gekauft, nämlich. Orakelstab. Tja, das hätten wir uns das Geld schenken können. Tja. Das heißt aber auch, der hier kann weg. Oh. Außer er gibt gut Geld, aber ich glaube nicht. Jetzt ist es zu spät. Zu spät, ja. Ich glaube, wir mussten nur noch nach rechts wieder oder so. Ich wollte nur hier links noch gucken, was hier noch ist und dann wieder nach rechts. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Naja. Wollt einfach mal gucken, ne? Immer schön vom Kompass Ziel weg. Bin ja, glaube ich, letztes Mal von ganz rechts, wo es ja irgendwie anders noch weiter ging, bin ich ja die ganze Zeit nach links gegangen, um mir da alles anzusehen, bevor es rechts dann ja, sieht man ja auch im Kompass. Ich glaube, von hier kamen wir und dann gab es ja nur diesen, oder? Kamen wir von da? Das ist die Frage hier, ne? Also, schlussendlich kamen wir von rechts, das weiß ich. Also, dann bin ich halt nach links gegangen, um die ganze linke Umgebung erst nochmal zu erkunden, bevor es dann rechts eben weitergeht. So war das. Dann schaue ich nochmal kurz hier rein. Aber hier scheint auch nichts weiter rumzuliegen. Oder das haben wir schon. Gut, wenn wir von rechts kamen, dann dürfte es unten ja nur noch einen Weg geben. Und zwar den hier. Denke ich mal. Ja. So. Genau. Hier kamen wir ja da von nordöstlich irgendwo, glaube ich. Hier sind wir ja runtermarschiert. Der illusionäre See hier. Gut, ach stimmt, da habe ich ja auch total die Orientierung verloren hier. Na gut, dann schaue ich erstmal oben. Irgendwo wird schon der richtige Weg dann sein. Ja. Der Kompass sagte ja eigentlich. Okay, da war ich noch nicht. Nein, das ist ein Gegner. Der Kompass sagte ja eigentlich, wo es dann wirklich lang geht, ne? Remigadunst, verziehe dich. Mach dich vom Acker. So, da knüppel ich jetzt einfach mal drauf, weil ich's kann. Pretty easy. Im Übrigen, wir können auch. Ach so, das muss ich jetzt nicht. Das passt jetzt gerade nicht hier rein. okay. Ja. Ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen. Wir sind ja auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ach Gott, diese engen Bäume hier, das ist so. Da übersiehst halt gern mal Wege. Oh, aber hier hast du schon mal was gefunden. Das ist ja schon mal schön. Ja. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht, sonst würde das Geld da nicht mehr liegen. Hier stehen noch ein paar Ents im Weg. Also, Justin. Die Axt passt ja schon. Mach einen Holzfäller. Holz sie nieder. Sind das gerade
One-Hits? Wow. Irre. Ja, ich meine, wo wir hier beim Kämpfen sind, können wir uns ja mal ein bisschen noch über was anderes unterhalten. Zum Beispiel über deinen Kanal zum Beispiel und was du noch in Zukunft vorhast. Das Thema hatten wir doch erst. Hatten wir das? Okay. Ja. Bei der Kräutersuche bei Finas Haus. Ah, okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ich weiß, da kennt ja mein scheiß Gedächtnis. Ist jetzt ein paar Parts her, wo wir das Thema... wir können ja das Thema mal umdrehen und über deinen Kanal mal reden. Das können wir gerne machen, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, ne? Denn, wie ja vielleicht einige wissen, habe ich ja damals doch recht viel Let's Plays gemacht. Auch mit normalen Spielen wie Resident Evil und allen möglichen Kram, Silent Hill und so weiter. Also ähnlich wie du auch oder wie John was auch gemacht hat. Aber dann hatte ich ja aufgehört und dann habe ich ja irgendwann so ein bisschen wieder angefangen, aber eben ja ganz mit einem ganz anderen Kram halt, ne? Sag ich mal, Visual Novels oder eben sowas wie Rune Factory jetzt und so weiter. Also, ich denke mal, die meisten ehemaligen Abonnenten haben sich dann gesagt, was macht er jetzt hier für Müll? Das glaube ich eher nicht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich jetzt eigentlich nur mit immer wem gemeinsam was mache, also gar keine Einzelprojekte mehr habe. Im Moment zumindest. Und ja, gefällt halt nicht jedem, ne? Aber es macht mir halt am meisten Spaß und das soll man ja, ne, danach soll es ja gehen, sag ich mal. Genau, das ist das Wichtigste. Spaß an der Sache und alter Schwede, du bist gleich tot. Ja, da, die hauen da ganz gut rein, wa? Aber da hast du jetzt nicht aufgepasst. Ich hab jetzt selbst durchs Reden nicht so gerade aufgepasst eben, aber, die fangen jetzt an, hier Magie zu spammen. Die machen jetzt ihrerseits Heuler. Ja, das ist ja nicht so schön. In dem Sinn... Können wir gucken, wer besser heulen kann. Ja, aber erstmal ist eine Allheilung fällig. Mhm. Das ist schon zu spät. Na komm. Da war Justin nicht mehr schnell genug. Aber wo wir dabei sind, was war denn deiner Meinung nach das beste Let's Play auf deinem Kanal? Auf meinem? Ja. Du stellst Fragen. Tja. Ach Gott. Als ob ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht hätte. Ja, dann machst du es dir jetzt. Gut. Hat nicht jemand was zum Wiederbeleben? Also ich kann mal sagen, das interessanteste Let's Play auf deinem Kanal oder ich zumindest vor allen Dingen, was auch eben fand ich ja Dingens hier. Wie hieß das nochmal, was ich auch versucht hatte, mal dieses schlimme Spiel. Fear Effect, genau, jetzt weiß ich es wieder. Oh Gott, hör mal damit auf. es war schon cool, also mir hat es gefallen, aber es war halt schon sehr steif und eigen. Sehr schwierig halt. Hatten wir nicht irgendwas zum Wiederbeleben? Auf jeden Fall hatten wir das, ja. Ich glaube, war das nicht Lebenstrank? Genau, zum Beispiel. Genau, Lebenstrank. Und davon haben wir auch ein paar mehr, von daher. Genau, jeder hat einen. Vielleicht sogar zwei. Na dann, einmal für Sue, bitteschön. Moment, gleich voll aufgeladen, sehr gut. Wunderbar. Und wie gesagt, das fand ich halt das interessanteste Let's Play. Nicht, weil das Spiel jetzt unbedingt am interessantesten war, aber zusätzlich zu deinem Spiel und deinen Kommentaren und allem war das, ja. Das war auch eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich mal geraged habe. Ja, deswegen, ja. Also, Projekte, auf die ich persönlich ein bisschen stolz bin, sind zum Beispiel Alundra, ja. Weil dieses Gameplay einfach, die Dungeons da einfach richtig toll waren und die Rätsel. Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht zuzusehen, weil, wie gesagt, ich ja auch mit Golo das hatte und
Ja, und dann eben, ne, das war natürlich sehr interessant für mich besonders auch. Muss auch wirklich sagen, du hast dich auch wirklich gut, insgesamt gut angestellt, wenn man das mit uns vergleicht, was wir da mal uns einen abgebrochen haben teilweise. Also ja, das, auch ne? So von der Resonanz her war Alundra eins der erfolgreichsten Projekte bei mir. Ja, es ist ein beliebtes Spiel aus der alten Zeit. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, Resident Evil 2 wegen, ja, ich sag mal, besonders hohem Nerdfaktor. Den kannst du behalten. Ja, wegen deinem Wissen, ne? Ja, das sind jetzt die Projekte, wo ich spontan sagen würde, das sind mit die besten bei mir. Gut. Du hast ja bei mir zwar nicht so viel geguckt oder halt, wenn halt nur. Nicht kontinuierlich geguckt, das weiß ich. Ich habe relativ sporadisch bei dir reingeschaut, das stimmt schon, ja. Trotzdem könntest du sagen, welches Projekt du am interessantesten bei mir fandest. Haben wir so rumgefragt jetzt. Skies of Arcadia war sehr interessant. Mit den Luftkämpfen und allem. Und jetzt okay. Skies of Arcadia, ja, stimmt. Das war auch recht schwierig, vor allen Dingen die Luftkämpfe, ne? Aber ich habe mich, glaube ich, sogar im Laufe des Let's Plays da eigentlich ganz gut reingefuchst, kann ich mich erinnern. Nur gehörte das eben auch leider zu den Spielen, sage ich mal, die dann eben, ja, nach meinem Aufhören, sage ich mal, ja, futsch waren und als ich dann halt wieder angefangen habe, habe ich es halt nicht weitergeführt. Zum einen, weil ich nicht die Lust drauf hatte, zweitens, weil, weil ich mir das alles hätte nochmal angucken müssen, weil ich halt überhaupt nicht mehr drinne war im Spiel, logischerweise. Und ich wollte mir nicht mein ganzes eigenes Let's Play nochmal vorher ansehen, um dann wieder reinzukommen und so. Ja, deswegen, ja. Muss ja auch sagen, ich find's auch schade, dass genau das gleiche gilt für Lufia 2, was ja auch zu dem Zeitpunkt lief, als ich dann aufgehört hatte. Lufia 2, Quatsch, was laber ich da? Luna 2 meine ich, richtig, nicht Lufia 2. Luna 2, ja, finde ich schon schade. Auch immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, doch mal vielleicht das nochmal irgendwie an davor zu führen, aber ist mir der Aufwand irgendwie halt zu groß, ne? Tja. Zusammenfassung, was bisher geschah, ne? Ja, ja. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch nochmal mit einem Together-Partner zusammen nochmal einzugehen oder so. Aber wahrscheinlich dann von vorne oder so, keine Ahnung, aber ja. Jo, warum denn nicht, ne? Aber ich denke mal, mit Rune Factory allein schon, wir haben jetzt erstmal genug zu tun. Mit Rune Factory und Rune Factory, Tokyo School Life und Grandia sind ja im Moment die Projekte auf meinem Kanal, ja. Dies reicht auch. Im Moment bin ich voll ins Ausgelastet im Moment. Also im Moment kommt auf jeden Fall nichts Neues. Ja, also Rune Factory ist ja auch ein ziemlich umfangreiches Spiel mit viel zu tun. Ja. Und ja, also alle drei Projekte werden noch sehr lang gehen. Tokyo School Life, die Visual Novel wird natürlich als erste enden, aber auch die wird noch sehr, sehr lange gehen. Also da ist im Moment noch bei keins der drei Spiele ein Ende abzusehen. Also ja. Aber wo kein Ende abzusehen. Ich bin jetzt den äußersten Weg gelaufen vom der Kompassnadel weg. Jetzt schlägt es hier so einen Bogen und ich habe so viele Seitenwege. Oh, war ja. Boah. Ey, komm. Ja, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich hier ein bisschen was anderes unterhält bei diesem ganzen Weg ablaufen, weil es ist so ein bisschen langweilig sonst vielleicht. Ich weiß nicht. Aber trotzdem, das ist halt wieder eine Sache. Was ist optional und was nicht? Ja, aber dann muss man alles einfach mal abgehen, ne? Ja. Gut, ein Weg hat sich jetzt schon mal erschlossen. Komme ich da irgendwie durch? Nein. Gut. Ja, Also ich habe mal, John hatte ich auch mal vor längerer Zeit gefragt, was er das beste Let's Play auf meinem Kanal fand. Und jetzt rate mal, was er gesagt hat. Resident Evil. Nee. Rule of Rose. Oh, okay. Ja. Richtig. Rule of Rose, dieses
doch wohl etwas eigenwilliges Spiel, wie ich mal gehört habe. Ich habe nicht reingeschaut, bin ich ganz ehrlich, weil ich halt den Gedanken habe, das irgendwann auch mal selbst spielen zu wollen. Richtig, richtig. Wenn du das tust, solltest du das auf jeden Fall auch auf deinem Kanal machen, weil das ist wirklich eigenwillig, ja, aber auch sehr, sehr interessant und wie soll ich sagen, sehr, man kann halt sehr viel, sag ich mal, theoretisieren, was jetzt überhaupt abgegangen ist, worum es geht in dem Spiel und so weiter. Es gibt da ganze Foren, die sich darüber auseinandersetzen und so weiter. Also, das ist schon sehr, sehr interessant, ja. Ist richtig. Rule of Rose. Ich habe ja auch nicht viele Blind Let's Plays, sag ich mal, gemacht oder wenn eben beendet. Ich habe ja auch einiges abgebrochen. Aber Rule of Rose gehört auf jeden Fall zu den sicherlich auch besten Blind Let's Plays, die ich gemacht habe, würde ich auf jeden Fall sagen. Deswegen kann ich das verstehen, dass John das auch genannt hat. Weil ich ja auch, ja, eigentlich doch recht gut zu Rande gekommen bin. Also, ich bin jetzt nie der Spieler gewesen, der jetzt Blind Let's Plays, sag ich mal, so besonders gut auf eine Reihe bekommen hat, aber Rule of Rose war schon ganz in Ordnung, fand ich, also, ja. Okay. Und ich hab ja schon mal gesagt, wenn du es mal machen willst, ich leih dir gern das Spiel, weil dafür zahlst du auf dem Flohmarkt oder, ach, auf dem Flohmarkt, Quatsch, bei eBay oder sonst wo, zahlst du da schon sehr extreme Preise für. Ich hab mich danach noch gar nicht umgeschaut, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das ist sehr selten, sag ich mal, und sehr teuer mittlerweile. Weil es nur in Italien und Frankreich überhaupt rausgekommen ist hier in Europa. Aber dennoch deutsche Sprachausgabe hat, also deutsche Texte zumindest. Deutsche Untertitel, ja, das hat das, ja. Na gut. Jo, es ist auf alle Fälle mal vorgemerkt, sag ich mal. Ja, ich würde mich da, also ich persönlich würde mich da auch sehr drüber freuen, wenn du das Blind Let's Plays, weil bin ich sehr gespannt auf deine Meinung und ja, wie du dich dann auch an manchen Stellen so anstellst und so weiter. Also ja, wäre ich sehr interessiert dran. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Erstmal Breath of Fire fertig kriegen. Erstmal Breath of Fire, richtig. So. Yay, wieder Level Up. Ich bin jetzt einfach mal so frei und mache jetzt hier rein Nahkampf, also weniger Magie. Mach das mal ruhig. Du hast ja auch letztens mal gesagt, dass du im Moment gar nicht so einen Bock auf Grusel, Horror und so weiter hast. Nee. Mehr auf dem Rollenspieltrip bist und so. Ja, also ganz ehrlich, auch so, selbst zu Resident Evil, wo ich ja eigentlich weil ich der Nerd drin bin, zieht's mich im Moment überhaupt nicht ran, wenn ich ehrlich bin. Ja, was willst du da auch machen noch groß, ne? Du hast ja eigentlich schon alles Let's Played fast, also. Und die Sachen, die jetzt noch ausstehen, sag ich mal, sind jetzt meiner Ansicht nach nicht wirklich unbedingt nötig oder besonders interessant. Das ist meine Meinung, ne? Gut, das sehen andere anders, aber es ist zumindest meine Meinung. Ja, da gibt's auch noch genug andere Teile, wo die Nachfrage hoch genug ist. Outbreak 2, ja. Resident Evil 3. Ah ja, 3 hast du auch noch nicht gemacht, stimmt. Nein. Okay, das wusste ich jetzt gerade. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das gut, macht ja John. Monika ist auch noch nicht gemacht. Ah, also, okay. Da sind auch noch genug gute. Okay, nee, dann habe ich das gerade verplant gehabt. Dann habe ich das gerade verplant gehabt. Ich dachte, du hättest schon die wichtigsten gemacht. Auf dem Brot. Oh, sorry. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Aber Resident Evil 3 läuft ja bei John gerade, also. Und es ist echt sehr spaßig, dazu zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Wenn sich da vorantastet. Ja, richtig, ne? Ist ja extrem selten, dass man jemanden in der heutigen Zeit dieses alte Resi-Spiel blind spielen sieht, ne? Deswegen. Aber ich sag mal, auch dahingehend, wenn du dann mal was anderes machst, würde ich dir auch mal sehr zu Rule of Rose raten. Okay. Weil es auch mal was ganz anderes ist, sag ich mal. Ja, wie letztens in einem anderen Part schon mal gesagt, ich hätte auf so viel Bock, aber die Zeit halt, ne? Ja, ist klar.
Aber ich weiß, du gehst ja auch öfter mal auf Vorschläge und Wünsche ein von deinen Leuten, sag ich mal. Ja, du doch auch, ne? Ja, wobei heutzutage bekomme ich ja keine Vorschläge mehr. Ist ja auch klar, ich meine, die Abonnenten, die ich da habe, der, was weiß ich, 90% davon ist dann logischerweise inaktiv. All die noch von damals alle sind, denke ich mal, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und ja, mein Gott, also ich sag mal so, klar, Vorschläge sind immer zwar gerne gesehen, aber es ist halt eben auch so, dass ich Lust drauf haben muss. Und da ist bei mir mein Spielegeschmack im Moment etwas spezieller. Also ich hätte jetzt zu so einem normalen Spiel, ich sag mal, wie, was weiß ich, Resident Evil 4 oder Silent Hill 2 oder weiß auch, Kuckuck oder solche Sachen halt gar keine Lust im Moment. Das ist das Problem, ne? Ganz ehrlich, ich habe hier keine Ahnung, welche Wege wir jetzt schon genommen haben und welche nicht. Ja. Okay, wir hören mal auf über dieses Ganze. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Wege, weil ich habe mich da. Nicht deswegen, es sind ja einfach. Das ist mir persönlich zu verschachtelt hier. Es ist nicht schön. Ja, und dann lenke ich dich noch die ganze Zeit mit dem Gelaber ab. Tut mir leid. Aber ich versuche immer den größten Weg zu nehmen, der von der Kompassspitze wegführt. Und was ist? Ich lande am Ziel. Ja, gut, also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal oben weiter, weil ich weiß nicht, wo ich jetzt hier schon überall war. Das ist mir zu verzweigt hier. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, können wir ja zum Ziel gehen und wenn wir dann was verpasst haben, können die uns ja sagen, wo und warum. Also, genau. Meine Güte. Eine Sekunde mal, Justin. Sieh mal da. Ganz schön groß. Allerdings. Endlich hier. Das Ende der Welt. Seht ihr, ich hab's doch gesagt. Wir sind hergekommen, oder etwa nicht? Okay, du hast es gesagt. Nun fragt sich, wie wir raufklettern. Ja, können wir das? Sieh nur, wie hoch es ist. Ich kann nicht bis rauf sehen. Na hallo, was meinst du denn? Sind wir hierher gekommen? Also Schluss mit den Zweifeln. Wir haben beschlossen, hinaufzuklettern. Und überhaupt, nichts ist einem Abenteurer unmöglich. Mann, Justin, du bist wirklich zackbumm. Zackbumm? Okay. Ja, aber recht hat er schon, sicher. Also, volle Kraft voraus, das geht klar irgendwie. Richtig, also auf geht's. Was ich meine ist, wir sind nun schon so weit gewandert. Okay, wir sind im Ende der Welt. Markus nicht geschrieben, der Wald hat 4 Bereiche, wir hatten jetzt nur 2. Vielleicht geht er auf der anderen Seite ja weiter. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Jetzt klettern wir hier die Mauer hoch anscheinend. Wenn uns nicht eine Wand im Weg wäre. Ah! Okay. Nicht erschlagen lassen. Das könnte wehtun. Okay, da gibt es hier wohl Fallen. Die Kamera ist so ruckelt bei jeder Stufe. Und Gegner. Warum denn nicht? Kommt mal her. Immer feste drauf. Gut. So, ab jetzt reden wir nur noch off-topic bei den Kämpfen. Naja, jetzt gibt es scheinbar eh nur einen Weg und zwar da rauf. Jetzt können wir ruhig wieder off-topic labern, denke ich mal. Ja, gut, aber ich denke, ich habe alles gesagt soweit erstmal. Also, ja. Jo, ich hab einfach gemerkt, was der trifft. Ja, das Ende der Welt. Hm. Ich
bin mal gespannt, was uns da oben und vor allem auf der anderen Seite erwarten wird. Na, da bin ich auch gespannt, aber ich... Also, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich vermute stark eben einfach wahrscheinlich ganz normal wieder Städte und eine andere Seite halt, ne? Also jetzt nichts so Ungewöhnliches. Vielleicht. Aber, ja, mein Gott, keine Ahnung. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wie gesagt. Ja, es war ja von einer alten Zivilisation die Rede, die Mauer hier aufgebaut haben soll. Ah ja, die Angelo, ne? Mhm. Ja. Mal sehen, ob die anders aussehen und so, ne? Es sind Aliens? Okay, hier verändert sich alles. Und, okay. Immerhin haben sie das Ding so gebaut, dass man hier leicht hochsteigen kann. Oh. Heieiei, jetzt rennst du aber ganz schön. Nicht schlecht. Vorsicht! Oh Gott, jetzt hat's uns erwischt, glaube ich. Ja? Ja. Oh, aber Schaden. Okay. Geht das, aber noch. Das geht, ja. Kommst du nochmal runter? Ich trau mich nicht. Geh doch einfach hin und klicke, dann hast du's und dann... Ja. Tut halt weh, mein Gott. Aber ich hab's. Es dauert halt einen Moment, bis es aufnimmt. Geschicklichkeitssamen, die kannst du wahrscheinlich gleich futtern. Dann benutzen wir es. Plus 1 Klugheit. Schwafe Samenkörner, das soll wahrscheinlich scharfe Samenkörner heißen. Schwafe. Du Deutsch? Du Deutsch, ich Griechisch, nein, keine Ahnung. Ja, wenn man jetzt sehen könnte, was hier jetzt genau damit hochgeht. Ja, die Klugheit, ne? Klugheit, und welcher wird ist das hier? Hier kannst du den gar nicht sehen, da muss er schon auf den Statusbildschirm gehen. Das kann ich nicht. Ich kann jetzt hier nicht raus. Ja. Ich denke mal, Fina hat eh die meisten Zauber, ich gebe mal ihr. Ja, ich gebe einfach mal Fina. Ups. Gut. Geht immer noch der Schaden. Entschuldigung. Da. Achso, jetzt so eine Allheilung. Flap. Flap. Alles ist wieder gut. Flip, flap, flup. Was zum? Sauerei. Das ist echt eine Sauerei. Noch eine. Plus 3 Geschicklichkeit. Ach nee, das ist jetzt Geschicklichkeit. Ich glaube, das kannst du am besten jemandem geben, der einen Bogen führt, oder? Und das ist zu, oder nicht? Ja, komm, gib mir zu. Moment, ich will es benutzen. So, zu. Bitteschön. Wohl bekomm's. Jetzt weg hier! Okay, ich werde jetzt hier echt mehr rennen. Die Frage ist, geht's da rein? Ich dachte, da kommt was runter. Hier verändert sich alles. Da kannst du bestimmt was machen mit dem Ausrufezeichen. Der sieht aus wie ein Aufzug, der hochfährt, aber ich will jetzt mal das hier holen. Erstmal das Optionale, genau. Ich habe schon gedacht, ich habe mir vielleicht das verbaut, aber... Ach, zum Ende der Welt 2, okay. Ja, Fahrstuhl. Ja Mensch, und ihr macht euch Sorgen, wie ihr da raufkommen sollt, ne? Ist doch alles automatisiert hier. Ja, sehr technisch. So, links vor. Rechts. Ich fühle mich leicht getrollt, ne? Hier oben könnte man jetzt versauern. Aber hier kann ich bestimmt drunter springen. Nein, ich kann nicht drunter springen. Hallo, wie komme ich jetzt zurück? Ach so, das ist. Nein, ich will doch die andere Seite angucken. Hallo? Ich. Tja, dumm gelaufen. Gut, dann überlasse ich dir jetzt hier die Wahl. Links oder rechts? Jetzt gehen wir mal rechts, weil eben sind wir links gegangen. Na, dasselbe Spielchen hier. Nee, hier geht gar nichts. Okay, dann müssen wir doch links gehen. Was gibt's da?
Was? Ey, Leute, verschwindet einfach mal nicht zur Ruhe. Oh mein Geist. Was? Ruhenorb? Ruheorb. Ruheorb. Block den Zauber eines Feindes, okay. Oh, ja, sind wir eh alle voll. Tja. Gibt's hier irgendwas, was wir... Leg mal ein Gegengift diesem... weg, weil wir haben eh diesen Heilzauber dagegen. Ja, leg mal Gegengift weg, genau. Und so eine blöde Technikrolle, nützt mir eh nicht. Ja, eine kannst du ruhig wegmachen. Vielleicht kommen noch ordentlich Gegner, die der Technik-Sperre das spammen oder so. Und Scholler kommt weg. Haben wir genug in der Truhe. So, gut. Dann. Justin, und jetzt weg hier. Nichts wie weg. Ich fühle mich sowas von getrollt von dem Gebiet hier, das glaubst du gar nicht. Was ist? Ich find's lustig, also. So, da drüben ist wieder. Ausrufezeichen. Das heißt, wir gehen erstmal nach links. Wenn das Ding nochmal hochfährt. Muss ja erstmal ganz runter und dann wieder rauf wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Ah, da liegt noch was, da liegt noch was. Und ich hole es mir. Du holst es dir. Mit Messer, das ist auf jeden Fall was für Fina. Gleich mal gucken. Aber Gegner kommen jetzt doch kaum welche, ne? Hat nur einmal bis jetzt. Ja, unten. So. Gut, ja. Ist ganz gut. Gut. Hüp! Verdammt. Und da fiel er runter. Wieso kann ich da, konnte ich da jetzt runterfallen und vorhin nicht, wo die Treppe sich umgedreht hat? Das macht keinen Sinn. Da ritt schon zum dritten Stock. Gut, ich hätte noch mal eine Frage an dich, aber ob das jetzt gerade passt, weiß ich nicht. Jo. Jo. Schauen wir mal, was hier kommt erstmal. Ja, noch mehr Spaß. Du hast eine Frage dann. Ah, okay, hier haben wir... Puh, das war ein weiter Weg. Das hier sieht aus wie ein sicherer Ort, um eine kleine Pause zu machen. Weiter Weg? Ich fand den Weg total länger. Okay, erstmal Pause. Okay. Yay. Yay. Sehr schön. Na denn? Schau mal, Justin. Schau, wie weit wir hier sehen können. Ist das dort drüben das Dorf Luke? Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir besteigen tatsächlich das Ende der Welt. Und sieh nur, wie hoch wir sind. Ha. Du hast mir nicht geglaubt, nicht, Fina? Niemand hat mir geglaubt. Nicht Java, nicht ganz, niemand. Hä? Meinst du Java, den Abenteurer? Seid ihr Schüler von ihm? Nein, Schüler würde ich nicht sagen. Aber, Fina, du kennst den alten Jungen, Java? Ja, das ist so einer aus Star Wars. Nein, Spaß. Fina, woher weißt du, wer Java ist? Jeder weiß, wer Java ist. Schließlich hat er die Java-Ebene entdeckt. Er ist kein aktiver Abenteurer mehr. Er hat sich wohl zur Ruhe gesetzt. Du kennst echt viele tolle Leute. Du solltest nicht sagen, er hätte sich zur Ruhe gesetzt, Fina. Wenn Java das hört, dann wird er sauer. Er würde schreien, du kannst darauf wetten, dass ich noch aktiv bin. Das würde er sagen. Nun, wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Lasst uns unser Bestes geben. Okay. Ja, so, noch irgendwelche Beiträge? Das Ende der Welt ist so irre. Es ist echt hoch. Schau, auf unserer Höhe fliegen Vögel. Das überrascht mich. Es ist egal, wie hoch diese Mauer ist. Sie muss eine Spitze haben und wir werden sie erreichen. Oh je, er fängt wieder an.
Irgendwie zweifle ich, dass die Welt so einfach zu entdecken ist, wie Justin sagt. Ach, boah, diese Mauer ist wirklich hoch. Aber sie muss eine Spitze haben. Und wir werden sie erreichen. Werden wir das? So hat eigentlich schon, oder? Oh. Aber solange ich dabei bin, ist er okay. Ich weiß, dass wir drei diese Mauer mit Sicherheit besteigen können. Gut, scheint mal alles zu haben. Och Mensch, Justin, warum kann ich mal jemand anders hier der Schlusspunkt sein? Warum immer du? Er ist halt der Haupt. Trotzdem, ich will ja auch mit mehr labern. Gute Nacht, gute Nacht. Jo. Dann. Wir können verstauen, das ist ja auch nicht schlecht. Erstmal speichern nochmal. Jo, dann stelle ich dir erstmal die Frage und zwar, hattest du eigentlich vor, nach Breath of Fire 3 noch ein Breath of Fire zu machen oder. Aber ich glaube, das sind schon die beiden besten und die anderen sind leider nicht so interessant, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe schon Anfragen auf Breath of Fire 4 gekriegt, also so ist es ja nicht. Okay. Also ich sag mal so, ich bin der Sache nicht abgeneigt. Okay. Ist das nicht schon eine andere Konsole, Breath of Fire 4? Ich weiß gar nicht. Nee, Breath of Fire 4 ist auch noch PS1. Und auch in Deutsch? Soweit ich weiß, ja. Okay. Aber ich habe mal gehört, dass das, glaube ich, ziemlich abfallen soll gegenüber den anderen Teilen. Ich höre eher Negatives über den fünften Teil, Dragon Quarter. Ah, okay. Was legen wir uns alles ab? Die Rollen lege ich jetzt mal alle ab. Na gut, also das heißt, die Breath of Fire Geschichte geht weiter bei dir, höchstwahrscheinlich. Ja, also ich bin nicht abgeneigt. Gut. Sag mal es mal so. Ob ich das im Anschluss mache, ist natürlich wieder eine andere Frage. Das ist eine andere Frage, ja. Also ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt gleich sofort im Anschluss machen, weil. Ist ja auf Dauer auch langweilig, vielleicht, keine Ahnung. So. Da haben wir alle wieder ein bisschen Platz. Gucken, haben wir noch irgendwas zu viel dabei? Auf Überfluss? No. Sieht eigentlich recht ausgeglichen aus jetzt. Ja, relativ. Was war mit dem Ginseng? Ginseng. Ja, halt SP. Nee, halt, du hier. Na gut, aber wir haben jetzt Heilzauber, von daher. No. Ich weiß. Na komm, hau weg. Das kannst du auch noch weghauen, denke ich, ja. Na, ich habe auch nie jetzt von einer Reihe immer gleich das nächste Spiel gemacht. Und ja. So, mal heilen und dann geht's weiter. Ja, aber Breath of Fire, ich bin nicht abgeneigt, noch weitere Teile zu machen. Vielleicht doch mal, ja, ältere, also seit Breath of Fire 1 oder so. Mal gucken. Mal schauen. Kann ich was machen? Ui, ich habe Knopf gedrückt. Passiert nichts. Ach, okay, geht doch was. Fahrstuhl fahren. Ja, es ist fast schon zu linear, finde ich hier. Ja. Andere Frage. Hast du. Oh, was ist das denn hier? Jetzt geht die Treppe in den Abgrund. Nein, ich komm da hoch. die will ich auch schon wieder trollen, merkst du das? Aber sowas von. Na komm, geh hoch. Ja, nein! Keine Chance. Ja, vielleicht muss man den Knopf drücken, damit die Treppe bleibt. Oder so. Ja, tatsächlich. Ja. Aber die hatte ich vorher nicht schon gedrückt? Ich muss sagen, hieran kann ich mich ein bisschen erinnern. Also an die Wand und den mit den ganzen Dingern so. Es war keine Einzelheiten mehr, aber da weiß ich, dass ich habe mich wirklich manchmal wirklich gezweifelt, ob ich das wirklich weiter und bis zum Ende gespielt habe. Aber ja, das doch habe ich. Also, bloß, dass ich da quasi so gut wie alles vergessen habe, ist schon krass irgendwie. Ja, so kann es gehen.
Aber hier erinnere ich mich ein bisschen dran an diese Gegend jetzt mit der Mauer und so. Weil das ist ja auch schon was, woran man sich ganz gut erinnern kann, glaube ich. Weil das schon recht interessant hier dieses Gebiet ist, ne? Ja, aber irgendwie sehe ich jetzt hier keinen weiteren Weg. Hier ist doch Sackgasse. Hier wahrscheinlich fährt hier wieder irgendwann was los, wenn wir es gar nicht vermuten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, wo muss ich jetzt hin? Hallo? Boing, boing, boing. Immer schön nach links gehen. Ja, da sind wir hochgefahren. Kann ich vielleicht wieder runterspringen? Ja, vielleicht. Ja, es geht. Na, willst du nicht wieder hochfahren? Er will nicht. Ja. Und jetzt? Von der anderen Seite kommen wir ja, also... Ich check das gerade hier nicht. Springe ich halt mal auf der rechten Seite runter. Mal gucken, wo das hinführt. Probieren geht aber studieren, ne? Das sieht ja auch aus wie ein Fahrstuhl, aber das... Tut sich jetzt was. Warum vorher nicht? Ich bin gerade die ganze Zeit da im Kreis drauf rumgelatscht. Oh, keine Ahnung. Vielleicht will das Spiel einen auch so ein bisschen, ne? Von wegen, probier erstmal ein bisschen rum, bevor wir dich dann fahren lassen. Keine Ahnung. Jetzt geht's auch schon zum Ende der Welt 4, also. Mal gucken, wie viele Stockwerke da noch kommen. Aber warte mal, lass mich nochmal kurz zurück. Wenn hier schon Ende der Welt 4 ist, dann... Nein! Ach so, ich hab gedacht, es wäre ein Fahrstuhl zum Hochfahren. Warte mal. Nimm mich nochmal hoch. Nimm mich hoch. Darf ich bitte mitfahren? Muss ich eine Karte ziehen? Das ist wirklich ein bisschen... Jetzt da auf dem Fahrstuhl warst du ja schon. Also der müsste jetzt eigentlich gehen. Bisschen komisch manchmal, ne? Komisch, ja. Genau, mit dem Ding wollte ich eigentlich mit hochfahren. Vielleicht ist da oben ja noch was. Dann halt nicht. Wahrscheinlich fällt er nur von unten dahin. Mir ist zu blöd, ganz ehrlich. Okay, Rückweg hat sich auch erledigt. Oh oh. Ein Gegner. Dem ich wahrscheinlich nicht ausweichen kann, ne? Haha. So viel dazu. Das war gut. Das war cool. Na, noch einer? Will noch jemand mit mir spielen? Tatsache. Hat er sich jetzt schon vorher aufgegeben, oder? Rolle vorwärts, wahrscheinlich eingerostet, ne? Sagt ihr dazu was? Nö. Technik, die begeistert. Ups, jetzt schießt er noch. Das Ding schießt auf mich. Irgendwie ist mir der Ort suspekt. Ah, unten rechts ist der Triggerpoint. Ja, ich hab mir auch schon gedacht, man muss immer ganz ans Ende gehen wahrscheinlich, ne? Ja. Damit es weitergeht. Ich muss sagen, der Ort ist mir sehr suspekt. Dich kennen wir doch, oder? Macht Wind. Ja? Der hat sich jetzt in die Lüfte gehoben. Okay, und jetzt? Hallo? Konnten wir da irgendwie aufsteigen oder so? Hallo? Glaub nicht, weil... Ja, weil da an dem Schalter geht ja auch nicht... Oder geht doch was? Ach, jetzt greift er auf einmal an. Na denn? Lehmvogel. Guten Kampf, wünsche ich. Aber so ein Ding hatten wir, glaube ich, schon mal. War das nicht unser erster Boss? Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Das war bei den ersten Ruinen, als wir rausgegangen sind. Da hat auch so ein Vogelding uns angegriffen. Das weiß ich noch. Okay, aber ich habe keine Ahnung.
Drisch das Ding halt mal, ne? Jiffy. Ja, eine Herausforderung war es jedenfalls nicht. Könnten wir jetzt hier irgendwie weiterkommen? Nur irgendwie, wenn es möglich ist. Danke. Ich weiß nicht, was ich zu dem Ort sagen soll. Also irgendwie geht er mir auf die Nerven. Echt? Also ich finde ihn richtig gut. Wenn du spielen musst, ist er ein bisschen nervig. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Und normale Gegner. Dann werde ich jetzt mal die Gelegenheit ergreifen, um dich mal zu fragen, was ich fragen wollte. Hast du eigentlich mal daran gedacht, irgendwie ein Final Fantasy zu let's playen? Ja. Schon. Das ist halt die große Frage, welche. Ich kenne selbst noch nicht so viele. Das heißt, es wäre ähnlich wie bei Breath of Fire. Das meiste wäre blind. Welche kennst du denn nicht, wenn ich mal fragen darf? Ich habe gespielt Teil 8, Teil 10 und 12. Teil 8, 10 und 12. Dann würde ja von den... Gut, neuere kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber von den bekannten 7 und 9 sich anbieten. Oder eben auch was Älteres, meinetwegen. Ich habe auch mal 13 angespielt. Allerdings ist mir das Kampfsystem dazu hektisch. Nein, ich wollte doch noch weglaufen. Ja, ich hab's ja selbst nie. Das 13er mag ich nicht. Habe ich schon ganz oft gehört, ich hab's selbst nie probiert, aber ja. Also ich muss sagen, 7 und 9 sind beide sehr gut auch. Von der Story her 7 natürlich wahrscheinlich noch ein Stück besser. Aber man kann so beiden nichts verkehrt machen. Und gut, die Älteren kenne ich jetzt auch nicht so gut. 6 soll auch noch ganz gut sein, bloß halt. Ja, ist dann halt, ne, von der Top-Draufsicht halt dann. Macht doch nichts. Nö, das macht ja nichts. Ich habe ja auch nicht gesagt. Aber ab 7 ändert sich das halt ja dann, ne, wie man ja weiß, ne. Ja, also. Vom Setting her wird mich auf alle Fälle der 9er mehr ansprechen. Ja, das ist Fantasy-mäßiger, glaube ich. Stimmt. Alles wieder sehr linear hier. Alter, wie viel Stockwerke hat das Ding? Es ist das Ende der Welt, es ist ein Riesending. Ja, Stockwerk 99, keine Ahnung. Ne, so viel glaube ich nicht, also. Hey Justin, zelten wir für heute hier irgendwo? Schon wieder. Also wirklich erkunden kann man das Ding ja nicht. Das ist alles sehr, sehr, sehr linear, also. Ja gut, freu dich doch mal, sonst verschwerst du dich deine 1000 Wege. Ja, aber im Grunde ist mir dann trotzdem lieber als jetzt so ein Schlauch. Ja, Schlauchlevel. Bist du in Ordnung, Sue? Du hast heute nicht viel Schwung. Okay, das heißt Sue. Ich bin nur so müde vom Klettern. Schritt für Schritt und immer dieselbe alte Aussicht. Du hast doch einen Fahrstuhl, was willst du noch mehr? Puff, puff. Sue, was sagst du? Java hat uns davon erzählt. Erinnerst du dich? Überstehe die Prüfung vor dir. Und du wirst erhalten, was du wünschst. So arbeiten Abenteurer. Ja, aber egal, was du sagst, es ist so ermüdend und langweilig. Puff, puff. Ein bisschen muss ich ja zustimmen. Oh. Ja, aber irgendwie interessant. Ich find's interessant, muss ich sagen. Also, okay. Ich kann schon verstehen, wie Sue sich fühlt. Wir klettern und klettern und alles, was wir sehen, ist noch mehr Mauer. Ich zweifle, dass es eine Spitze gibt. Oh, sogar Fina verliert den Glauben? Hey, wir sind Abenteurer. Abenteurer gehen jeden Weg zu Ende und geben niemals auf.
Ja, du hast recht. Abenteurer dürfen nie den Glauben verlieren. Ich habe wohl schon wieder eine Abenteurerlektion von Justin erhalten. Einfach dieselbe alte Predigt. Es gibt keine Berge ohne Gipfel. Also muss diese Mauer hier irgendwo eine Spitze haben. Ja, aber egal, was du sagst, es ist so. Dasselbe. Gut, na dann auf zur nächsten Etappe. Ich habe ein Gefühl, wir haben mindestens die Hälfte geschafft. Wir sind bald an der Spitze. Yo, okay. Die Hälfte. Wuhu. Wow, Respekt. Da haben wir ja noch was vor uns. Ich muss sagen, das ganze Ding ist sehr, ja, sehr technisiert, aber... Irgendwo hast du recht. Das Ding ist auch irgendwo langweilig. Weil es einfach nur ein Schlauch ist. Ja, keine Macht in Schlauchlevels. Damit keine Macht, Final Fantasy 13. Wo sogar die Städteschläuche sind. Jetzt geht's hier aber ab mit Pfeilen, du. Aha. Einfach mal durchrennen. War da eine Zwischenetage? Nein, hier ist der Bonus. Oh, ich will mit. Dann will ich da drauf. Geht nicht. Okay. Gut, überredet. Ich wollte doch nur absteigen und wieder aufsteigen. Wer weiß, wie viel Schaden du jetzt schon kassiert hast. Ach, geht noch. Na, dann geht's ja. Da rein? Wie sieht's aus? Aber hier geht's weiter hoch. Wir müssen hier rein. Na, da passiert wohl nicht viel. Doch, Gegner. Aber wie tief geht's da bitte rein? Gegner, juhu! Schon lange nicht mehr. Unserer neue. Na denn, Gespenster hatten wir aber schon. Die aber sind neue Mäuse. Also zumindest hat man sie hier noch nicht. Sag mal so. Ja, komm. Oh. Drauf knüppeln. Immer feste drauf. Knüppel aus dem Sack. Knüppel aus dem Sack. Aus dem Sack. Ja gut, ich nehme zurück, dass der Ort hier in dem Sinne langweilig ist, aber er ist halt sehr, sehr schlauchig. Und trollt ein. Mit seinen Fallen und. Trollalalalalalala. Nein. Ja. Gut, hier habe ich nun rundgegangen und. Noch mehr. Tja, Gegner. Gegner fehlen dir wohl hier nicht. Aber irgendwie scheint es ja noch nichts weiter zu geben, weil ich drücke zwar schon die ganze Zeit, aber irgendwie. Es findet nichts. Außer Gegner. Außer Gegner, ja. Man kann es ja auch nicht einsehen. Gut, nach dem Kampf gehe ich weiter in den Fahrstuhl. Gut ist. Mein Gott. Ja, ja. Heute reden wir aber sehr viel off-topic. Ja, warum denn nicht, ne? Stört da keinen. Also denke ich jetzt mal. Wenn es wichtig ist, reden wir auch über die aktuellen Vorgänge. Vielleicht hat das Ding 12 Level, könnte ich mir vorstellen. Etage 7. Auf die andere Seite. Warum Fahrstuhl? Möglich. Ja? Nein, ich will da hoch. Ich will da hoch. Also, das nochmal zu sagen, wer von Slayer ein Blind Final Fantasy sehen will, schreib's drunter. Wenn ganz viele schreiben, macht das wahrscheinlich. Sag ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt mal so ganz frech, aber. Jo, also ich denke mal, Interessenten wird es da genug geben. Wahrscheinlich, ja. Denk mal schon, weil so. Wie gesagt, es gilt dasselbe wie für Resident Evil jetzt, für die alten, für die Final Fantasy Dinger. Sieht man eben auch kaum noch
als Blind jetzt, weil das eben meistens schon kennen halt, ne? Das ist dann immer schon was Besonderes. Oh, hier geht eine Treppe. Ganz eigene Wege. Ganz eigene Wege. Hast du den Schalter schon gedrückt? Ah, jetzt kommt schon wieder dieser komische Vogel. Ja, soll er doch. Mach mich nicht nach, du blöder Vogel. Smaragdvogel. Okay, kein Traumvogel, aber ein Smaragdvogel. Ja. Nah dran, ne? Nah dran und doch daneben. So. Was sagt eigentlich die Zeit? Die sagt, wir haben noch 4 Minuten. Ich denke mal, ich werde noch gucken, wo der Gang hinführt und dann ist Schluss für heute. Mit Team Slayer ist Schluss für heute. So, ich hol jetzt ein bisschen Magie raus, weil ich's kann. Feel the Earth Fury! Genau, weil du es kannst. Und Beben sehen wir viel zu selten. Stimmt, ja. Rums. Hey, voll viel Schaden gemacht. Ja, war ja klar, ne? Vor allen Dingen bei dem Vogel. Vogel ist ja ein Flugmonster. Da wird natürlich Beben nicht so viel ausmachen. Da macht man Heulerschlag. Oh, stimmt. Die Fledermäuse sind auch... Fliegen ja auch. Also im Grunde war das... Ja, nicht so besonders sinnvoll, das Beben zu machen. Das war schon besser. Weg. Hörst du mich denn noch? Ja, ich höre dich noch. Ah, okay, gut, weil... War mir gerade nicht so sicher. Ja, gut, Beben war vielleicht umsonst, aber... Mein Gott. Ich wollte was rausfahren, was alle trifft. Und Justin hatte da nichts anderes. Gut. Gut, das Ding führt nirgends hin, dafür geht's hier wieder runter. Ja. Gut, die beiden Schalter hatte ich beide schon mal gedrückt. Dann gab es diese kleine Falle da hinten. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Also darfst du dich hier beim nächsten Mal probieren. Okay. Viel Spaß mit den Fallen am Ende der Welt. Na gut. Ich sag dann mal ciao, Dreamy. Du hast die letzten Worte. Bis zum nächsten Mal. Dann auf ja. Deinem Kanal. Macht's gut. Sorry, dass ich... ja, genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal wieder. Und ja, könnt ihr mal sagen, ob wir uns zu viel off-topic gelubbelt haben heute oder ob das ganz interessant war. Ja, ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, euer Dreamy.